Freunde des französischen Baguettes, herzlich willkommen in Paris. Wir sind direkt am Eiffelturm. Race gegen den Jouve. Ich hatte immer noch den Anruf, dass ich einspringe. Ich würde auch bei den Frauen einspringen, mir ist es relativ egal. Benni, der ärgert mich immer. That was cute. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Freunde des französischen Baguettes, herzlich willkommen in Paris. Erste Nacht gut überstanden. Eine unglaublich krasse Stadt, muss ich jetzt schon sagen. Wir sind gestern angereist, quer durch Paris mit dem Uber zu unserem Hotel gefahren und die ganze Stadt steht Kopf. Hier ist überall Party. Ich würde sagen, Olympia ist ein krankes Event jetzt schon. Ja, und ich muss sagen, es war unfassbar unkompliziert, auch mit Uber, weil wir hatten schon über Social Media die Infos bekommen, fahrt kein Uber, fahrt Metro. Mega entspannt. Und ich zeige euch was richtig krasses, kommt mal mit. Durch Zufall habe ich gedacht, wir machen einfach mal das Fenster auf. Das war ein richtiger Zufall. Und? Ja, ja, Junge. Da ist er, der Bruder. Da ist er. Ich muss sagen, tagsüber sieht es schon krass aus, aber wenn du hier abends unter der Dusche stehst und dann rausguckst, das Ding ist beleuchtet, dann hörst du nicht mehr auf zu duschen. Hey, yes. Hast du denn schon überhaupt erzählt, warum wir hier sind? Ja, wir schauen uns heute die Olympischen Spiele an. Heute Nachmittag gucken wir Volleyball, habe ich mir sagen lassen. Und ich habe gehört, es könnte sein, dass ich als Nachrücker auch noch am Start bin. Ich warte auf den Anruf. Wir befinden uns hier gerade im Pullman Hotel, direkt am Eiffelturm. Wir haben jetzt lecker gefrühstückt. Wir werden ja die Olympia hier uns ein bisschen anschauen. Toyota hat uns eingeladen, wir haben ein richtig geiles Programm vor. Und wie das aussieht, erklären wir euch jetzt. Der erste Punkt, der richtig krass ist, wir treffen uns um 11.30 Uhr zum Check-in in einem anderen Hotel. Das ist so 5 Minuten von hier entfernt. Von da aus geht's zum Toyota-Haus. Ich weiß noch nicht so richtig, was mich ehrlich gestanden erwartet. Ich bin auch gespannt. Also man kann auch nicht genau deuten, was jetzt das Toyota-Haus alles beinhaltet. Überbegriff, es ist ja so ein bisschen Mobilität für die Olympia. Wir werden es dann sehen. Von da aus geht's dann zum Beachvolleyball, wo ich mich tierisch drüber freue oder drauf freue, weil wir konnten uns gestern schon ein bisschen den Eindruck verschaffen, haben uns die Location angeguckt. Ey, es ist einfach nur krass. Und von da aus geht's dann weiter zum Pullman Hotel, wo wir hier auch gewesen sind und da erwartet uns Dinner. Genau. Also wir sind gespannt, wir nehmen euch natürlich mit. Ich würde sagen, Kaffee austrinken und let's go. Wink dich ran, Benni. Sollst du hin? Hallo, ich bin die Vero von Toyota und ich freue mich sehr, heute Aline und Benni hier in Paris im Toyota-Haus begrüßen zu dürfen und sie heute über den Tag hinweg ein wenig zu begleiten. Für Toyota stehen die Olympischen Spiele hier in Paris für Start Your Impossible und eben auch das Thema Mobilität für alle. Und das möchten wir heute gerne euch hier in Paris näher bringen. Viel Spaß! Wir sind jetzt hier im Toyota-Haus und zwar sind wir in der Athletenarena. Und ganz unter dem Überbegriff Mobility for All unterstützt Toyota auch die deutschen Profisportler, die alle das große Ziel haben, bei der Olympia zu performen. Toyota nimmt wirklich ganz schön viele Ressourcen in die Hand, um wirklich zu zeigen, wir unterstützen die Athleten. Ich zeige euch jetzt hier zum Beispiel, haben die für die Paralympics diesen Ski-Bob mitentwickelt. Wenn wir uns einmal nach hier drehen, ganz kurz, ich weiß nicht, ob man es erkennt, ich fand es total erstaunlich. Das sind diese kleinen Fahrzeuge, die beim Kugelstoßen, beim Speerwerfen immer wieder den Stuff zurückbringen. Also die sind total breit aufgefächert, machen mega viel, das wusste ich nicht. Ich finde es einfach nur beeindruckend. Die unterstützen wirklich die Menschen, egal wo du herkommst, egal ob du bei den Paralympics dabei bist, bei der normalen Olympia dabei bist oder ob du der normale Zuschauer bist, der einfach sagt, ich will von meinem Hotel, von meinem Airbnb den besten Weg. Toyota ist da und unterstützt das Ganze mega krass. Das sind die ganzen Athleten, die von Toyota unterstützt werden. Die Annalena, die mit uns unterwegs ist, die ist da unten auch zu sehen. Annalena Foster. Sports Ninja Warriors. Ninja Warriors. Yeah. Yeah. So they are all Ninja Warriors. Ah, so they know what I thought you looked very sporty. I wondered if you were athletes. I've seen that show. My nephew loves it. Yeah. No, yeah. He's 10.
He likes to pretend that he could do it. Maybe one day. Do you like it? Ich würde die Karre nehmen. Mit Tankkarte, dann würde ich sie nehmen. Wir sind jetzt hier im Toyota-Haus angekommen. Wir haben oben schon eben eine Führung gehabt. Es ist krass, welche Technologie da überall dahinter steckt. Hier unten ist jetzt mehr so der Fuhrpark von Toyota, wo verschiedene Variationen für Paralympics, aber auch generell der Fuhrpark, die Busse, die haben wir vorhin schon gesehen auf den Straßen, die hier unterwegs sind, wo Toyota alles unterstützt. Es ist wirklich richtig beeindruckend. Wir gehen jetzt zum Stadion vom Beachvolleyball und da treffen wir uns, gucken uns ein bisschen die Location an und dann gibt es später noch ein Volleyballspiel. Ich freue mich drauf. Für wen bist du? Boah, ich glaube, ich bin tatsächlich für die Schweiz, um Gottes Willen, nicht für die Schweiz, sondern für Frankreich, weil ich glaube, das wird auch eine einmalige Stimmung. Für Frankreich. Gesagt. Warum? Ich habe auch Frankreich gesagt. Ja, aber weil wir einfach in Paris sind und weil das das Gastgeberland ist. Und du willst aber die geile Stimmung, ne? Ja, wenn Frankreich gewinnt, wird die Hütte Wie gesagt, ich warte immer noch auf den Anruf, dass ich einspringe. Ich würde auch bei den Frauen einspringen. Mir ist es relativ egal. Ich fühle mich heute als Frau. Ich habe meine Tage, ich werde trotzdem spielen. Wen haben wir denn hier noch dabei? Das ist der June. June ist... Es geht. Bekannt als Künstler, auch bekannt als Johnny Depp-Double. Genau, dreht ab und zu auf so... Konstanter Finalist bei Ninja Warrior Germany und hat 2 Wohnungen in Thailand. Ganz wichtig. Also wenn ihr was mal Thailand gute Unterkunft braucht, booking@june.com, da könnt ihr buchen. So ihr Lieben, wir sind beim nächsten Programmpunkt angelangt und zwar zum einen seht ihr, wir sind direkt am Eiffelturm, bedeutet aber auch, wir sind... Der Benni wollte jetzt hochlaufen, weil der hat ja Übungen mit Burj Khalifa und er hat gesagt, er schafft das in 5 Minuten, die Treppen hochzurennen. Easy, ist gar kein Problem. Aber was noch dazu kommt, da ist das Beachvolleyballstadion, da werden wir uns jetzt gleich das Spiel angucken. Ich bin echt gespannt, wer gewinnt. Ich bin ein bisschen für Frankreich, weil natürlich Paris, Frankreich Gastgeber ist. Deswegen haut die weg, wir drücken euch die Daumen, ab geht's und June ist auch noch dabei. Nacht gehabt. Mega gut geschlafen. Richtig süßes Hotel mit viel Charme. Jetzt werden wir abgeholt und dann geht's in den Mobility Park von Toyota. Ich bin gespannt, was da uns erwartet. Ich habe gehört, wir dürfen auch ein bisschen Action machen, ein bisschen selber was fahren. Das wird krass. Aline auch ready für den Tag 2? Ich bin born ready. Wir dürfen jetzt richtig was ausprobieren. Ich glaube, das hat der Benni gerade eben schon gesagt. Das weiß ich jetzt nicht. Und da freue ich mich richtig drauf, das ganze Fuhrwerk von Toyota mal zu testen. Den ein oder anderen kleinen Race gegen den June zu machen und den abzuziehen, das ist mega. Der läuft schon weg. Der hat Angst. Bar, but like this car just made with the capacity of 525. And then you twist it back. Exactly. It's gonna go back in my side. Das Auto hier ist in Japan schon auf dem Markt, das heißt, es gibt es in Japan schon und die haben so voll krasse Gadgets, wie ihr jetzt hier gesehen habt, dass man den Sitz rausfahren kann, reinfahren kann. Hinten gibt es ganz, ganz verschiedene Techniken, wo du den Zugang in ein Auto für körperliche Behinderte etc. einfach viel leichter machst und viel unkomplizierter. Und Aline hat mich jetzt gerade gefragt, oder wir diskutieren darüber, das wäre ja auch für ältere Menschen gerade, man sieht das ja immer wieder, wenn die Probleme haben, in so ein Auto einzusteigen, wäre das ja auch eine mega geile Lösung.
Ah, krass. Das heißt, immer wenn du Gas gibst, musst du dich nach vorne lehnen. But you don't have the grip to stop. Okay, this is the best one. Yeah. Boah, das muss man richtig drauf haben. Das ist richtig technisch. Krass. Ich muss da gleich nochmal üben. Ich bin da gar nicht hochgekommen. Is this thing for racing? Or are they different? We don't have athletes who runs with the product. Most of the time it's for daily life. But just try to take some bread in the bakery and you'll see this is sport. She can say. Like, just yeah. Normal life is sport when you're in a wheelchair. For the first try. Vor allem auch zu lenken. Yeah, yeah, yeah. Hier haben wir einen elektrischen Rollstuhl und zwar setzt dich einfach nur rein, drückst, ich will zu Terminal 3 und dann fährt er dich automatisch zu Terminal 3. Boah, das federt! Gar nicht so einfach. Ich muss sagen, es ist sehr, sehr, sehr viel Balance. Ich bin hier auf jeden Fall mit der Annalena Foster, mehrfache Medaillengewinnerin bei den Paralympics. Annalena Foster of Germany. Number of gates through this canyon section. Krass. Also, ich finde das mega faszinierend. Wir waren ja gestern schon im Toyota-Haus, haben dann mal diesen Monoski gesehen. Ja. Ich stelle mir das unfassbar schwer vor. Ich finde Skifahren an sich schon nicht so einfach, aber das dann mit einem, das ist schon krass. Ja, ich glaube, man muss es sich so ein bisschen vorstellen, dass es eine andere Sportart nochmal ist zum Skifahren, weil du einfach mehr Gleichgewicht benötigst dafür und alles halt aus der Hüfte raus steuern solltest. Ja. Und vor allem auch für jemanden, der das jetzt da sieht, hat auch eine Einschränkung, möchte aber unfassbar gerne mit dem Sport anfangen. Wo geht man dann hin? Ja, also am besten wendet man sich an den Deutschen Behindertensportverband. Okay. Die wissen, was es für Sportarten gibt und wissen auch die Anlaufstellen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, da einzusteigen. Da gibt es meistens Kurse oder Talenttage, gibt es auch fürs Skifahren. Es gibt auch eine Internetseite, die heißt parasport.de. Da sind ganz viele Sportarten aufgelistet und die Anlaufstellen. Also das bietet sich an, da mal reinzugucken. Genau, dann muss man einfach gucken, ja, dass man auch dran bleibt und aktiv bleibt halt. Das ist halt der Leistungssport, ne? 26 finden ja die Winterspiele statt. Da bist du, glaube ich, auch mit am Start, oder? Das wäre auf jeden Fall das Ziel, ja. Also ich muss mich jetzt natürlich noch qualifizieren dafür. Offiziell qualifizieren kann man sich dann erst in der Saison vor den Spielen. Ja. Da muss man dann halt gewisse Ergebnisse fahren, um dann nachher mitgenommen zu werden. Es gibt auch nur eine gewisse Anzahl an Startplätzen. Das heißt, man muss sich halt auf einen Startplatz erfahren. Ja. Hui. Wo kam das her? Das bringt Glück, habe ich gehört. Ihr müsst übrigens mal bei ihr auf der Seite vorbeigucken. Sie macht richtig krasse Powder-Action auch, habe ich gesehen. Ja, auf jeden Fall. Wenn das geht, das macht natürlich mega Spaß. So, ihr Lieben, das war es schon wieder mit dem wunderschönen Wochenende bei Olympia. Es war ein ultra krasses Erlebnis. So viele Eindrücke. Diese Erfahrung möchte ich auf jeden Fall nicht missen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben, haut Kommentare rein. Wenn ihr irgendwas wissen wollt oder Ideen habt, was wir das nächste Mal machen sollen, schreibt's rein. Wir freuen uns. Bis dahin, haut rein.